Herzlich willkommen zu Folge 0 meines neuen Podcasts, Karl S. Unternehmer Podcast. Das Ganze auf YouTube, auf allen anderen Plattformen. Und ich werde jetzt erklären, für wen ist dieser Podcast, welche Inhalte werden hier besprochen und welche Kompetenzen kann ich überhaupt vorweisen, dass ich über das Thema Unternehmertum spreche. Wir fangen an mit Punkt Nummer 1. Um was wird es hier inhaltlich ganz genau gehen? Wir werden primär über das sogenannte Unternehmer- bzw. Business-Chassis sprechen. Das heißt also über das Thema Marketing und Lead-Generierung, Verkauf, Vertrieb, Sales und Conversion Rate. Punkt Nummer 3, Produktpalette, Warenkorb, Preise, Kaufhäufigkeit und allgemein Kaufmenge. Customer Lifetime Value, dann über das Thema Marge und interne Unternehmensprozesse. Wie kann ich also mit 5 Schritten, mit 5 Hebeln meinen Unternehmensgewinn nach 3 bis 12 Monaten um 61% steigern, beziehungsweise in den Folgejahren um mehrere 100% wachsen, skalieren, meine Firma systematisieren und auch Teile automatisieren. Genau um dieses Thema wird es primär gehen. Andere Themen werden dann sein wirtschaftliche Themen, politische Themen und auch Gespräche mit Experten über Themen wie Steuern und sonstige Business-Themen. Das wird hier in circa 15 bis 90-minütigen Episoden zweimal die Woche besprochen, entweder als Solo-Folgen oder natürlich auch mit Interviewpartnern. Und ich werde einmal Experten interviewen, aber auch Mitarbeiter. Wir haben jetzt circa 100 Mitarbeiter. Und wir werden auch unsere Kunden interviewen. Mein Ziel ist es hier auch, dass wir sehr anwendbare Informationen vermitteln und auch das Ganze sehr illustrativ tun. Das heißt also Beispiele, anwendbare Tipps und auch Aufgaben, denn das Wichtige ist natürlich, dass man sich hier nicht berieseln lässt, sondern dieser Podcast, der soll angewandt werden. Und die Podcast-Folgen, die sind auch oftmals so konzipiert, dass man sie sich mehrfach anhören kann und sie auch als Workbook verwenden kann und das Ganze extrem praxisbezogen. Ich werde also hier nicht darüber sprechen, wie man Milliardär wird, denn ich bin selber kein Milliardär. Ich werde nicht darüber sprechen, wie man eine Marketingkampagne für 10 Millionen Euro macht, weil ich es selber noch nie gemacht habe. Ich werde nur über Dinge sprechen, die wir selber mehrfach angewandt haben, die wir selber mehrfach umgesetzt haben. Was sind beispielsweise solche Dinge im Bereich Marketing? Also im Bereich Social Media Marketing habe ich selber meine eigenen Kanäle aufgebaut, mit über 400.000 YouTube-Followern auf 2 Kanälen kombiniert, über 500.000 Facebook-Follower, über 200.000 Follower auf Instagram. Wir haben insgesamt über 1 Milliarde Klicks erreicht und in Deutschland mehrere Millionen Menschen. Und ich konnte mich mit meiner Marke Karl S. früher als Fitness-Coach, als Nummer 1 Fitness-Coach in Deutschland positionieren. Und jetzt positionieren wir uns im Bereich Business-Unternehmertum und branden uns da komplett neu. Ich konnte schon bereits Marken ins Leben rufen, wie zum Beispiel eine Klamottenmarke Gym Aesthetics, eine Gastronomie- und Supplementmarke wie Juicery und auch andere weitere Marken. Ich konnte aber auch ganz bekannte Brands entdecken wie Sophia Thiel. Ich habe gearbeitet mit bekannten Künstlern wie zum Beispiel Kollega, habe Leute hervorgebracht auf Social Media wie InScope 21, Geschäftspartner wie Jeremy Fragrance. Das heißt also, das Thema Social Media Marketing sehr präsent, Brandaufbau sehr präsent, aber wir haben auch schon mehr als 4 Millionen Euro in Performance Marketing investiert und wissen ganz genau, wie wir für jedes Unternehmen, für jedes Produkt und für jede Dienstleistung zu einem gewissen Customer Acquisition Cost täglich neue Anfragen generieren können und täglich neue Umsätze generieren können. Dann im Bereich Verkauf. Ich habe im Bereich Verkauf schon 2 Vertriebe aufgebaut mit über 1000 Vertriebspartnern.
Ich habe selber digitalen Systemvertrieb implementiert mit CRM-Systemen, mit Vertriebsskripten, mit Vertriebsausbildungen, mit Verkäuferausbildungen und mit großen Events, aber auch E-Training. Das heißt also das Ganze auf Eventbasis, das Ganze natürlich aber auch auf E-Training-Basis, online und offline. Also unsere Spezialität ist es, modernes Marketing zu betreiben, modernen Vertrieb zu betreiben, online sowohl als natürlich auch offline. Also das im Bereich Marketing, das im Bereich Vertriebsaufbau. Der nächste Punkt im Bereich Produktpalette. Ich habe digitale Produkte rausgebracht und mehr als 400.000 digitale Produkte verkauft im Bereich Business, aber auch im Bereich Fitness. Wir haben weit mehr als 500.000 physische Produkte verkauft, von Proteinshakes bis hin zu Fitnessgeräten und darüber hinaus. Des Weiteren haben wir auch Dienstleistungen verkauft und im Bereich Produktpalette haben wir es immer geschafft, nicht nur ein Produkt einmalig zu verkaufen, sondern ein Ökosystem zu erschaffen mit Upsells, Downsells, Sidesells, Paketen. Und wir haben es sehr häufig geschafft, Kunden, einmalige Kunden zu Abonnenten und wirklich zu Fans einer Marke zu machen, um planbar und langfristig Umsatz zu machen. Denn heutzutage ist es so, einen Kunden zu gewinnen, ist im Regelfall recht teuer. Das heißt also, wir müssen den Kunden halten und dafür sorgen, dass er sehr zufrieden ist, häufiger kauft und auch mehr kauft. Und dann gehen wir weiter zum Thema interne Prozesse. Also nicht nur gewinnen wir Mitarbeiter über beispielsweise Marketing, über Funnel, sondern wir gehen auch so weit, dass unser gesamtes Organigramm, Aufgabenverteilung, KPIs und Mitarbeiterausbildung in einer Cloud ist, digitale Prozesse implementiert wurden. Und Mitarbeiter werden nicht nur online größtenteils gewonnen, sondern sie werden auch online und digital zu einem sehr großen Grad ausgebildet, aber auch fortgebildet. Wir haben digitale Controlling-Prozesse und alles, was im Unternehmen passiert, wird bei uns erfasst und in einem digitalen Prozess abgebildet. Dann schauen wir natürlich auch das Thema Supply Chain Management an. Und auch das Thema Liquiditätsplanung und Zahlungsziele. Das also all die Bereiche. Und ich selber habe angefangen, ich war früher Möbelpacker, ich war am Straßenbau und ich habe nebenbei Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Und mir ist dann sehr früh aufgefallen, wenn ich Unternehmer sein will, dann muss ich Marketing beherrschen. Und dann war lange Jahre mein größter Fokus, meine größte Fachkompetenz, das Thema Online-Marketing, Social-Media-Marketing und Performance-Marketing. Und durch die Generierung von Nachfrage, weil ich das konnte in verschiedenen Branchen, konnte ich eine Firma aufbauen im Bereich Fitness, die digitale Fitnesskurse verkauft hat und dann aber auch später physische Produkte und physische Firmen, wie zum Beispiel eine Klamottenfirma, also in der Textilbranche, aber auch Nahrungsergänzungsmittel, Online-Drogerien und alles, was dazugehört. Und nachdem ich dann eigene Firmen aufgebaut habe im Bereich Marketing, wurde ich von vielen Firmen als Unternehmensberater angeheuert, um diese Firmen im Bereich Marketing zu skalieren. Wo mir aber dann auch aufgefallen ist, bevor ich jetzt das Marketing skaliere, was passiert denn, wenn wir jetzt den Umsatz verfünffachen, verzehnfachen? Wie können wir dann überhaupt das Produkt, die Dienstleistungserbringung abwickeln? Was machen wir, wenn wir 10, 20, 50 neue Mitarbeiter schnell onboarden und einlernen müssen? Und deswegen bin ich dann dahin gegangen, dass ich mir eben nicht nur den Marketing- und den Vertriebsbereich angeschaut habe, sondern dann habe ich mir auch alle internen Prozesse angeschaut. Nicht nur Bereich Marketing und Vertrieb, sondern eben auch Bereich Personal, Bereich Finanzen, Bereich Produkt, Produktion, Produktpalette und eben auch welche Software, welche Prozesse, welche Systeme gibt es in jedem Bereich. Und dann bin ich dazu übergegangen, dass ich mich an Firmen beteiligt habe, gegen Consulting, habe dann diese Firmen aufgebaut, meine Anteile dann nach erfolgreicher Skalierung und Systematisierung wieder verkauft. Und dann bin ich dazu übergegangen, eine Unternehmensberatung zu gründen, primär
um die Unternehmen zu beraten, die ich selber kaufe. Das heißt also, der Plan ist es, Unternehmen zu kaufen, zu systematisieren, zu skalieren und dann wieder zu verkaufen. Und im Zuge dessen wurde diese Unternehmensberatung gebaut und wir beraten jetzt auch primär Kunden mit 5 bis 50 Mitarbeitern und Kunden mit 50 bis 500 Mitarbeitern. Das heißt also, wir wissen in jeder Branche, was ist für die jeweilige Unternehmensgröße in den jeweiligen Abteilungen, Marketing, Sales etc., State-of-the-Art Software und State-of-the-Art Prozess. Das heißt also, wenn du als Unternehmer auf uns zukommst, dann können wir dir ganz genau sagen, welches Marketing, welchen Vertrieb, welche Produktprozesse, welche Software sind für dich geeignet, um nicht nur mehr Zeit zu haben, sondern auch mehr Umsatz zu machen, professioneller zu arbeiten, dass du später mal arbeitest wie ein Franchise und entweder dein Unternehmen dann verkaufen kannst, es übergeben kannst oder es skalieren kannst. Das ist das Ziel. Und unsere primäre Zielgruppe sind Unternehmer, Unternehmen, Abteilungsleiter, das ist Zielgruppe Nummer 1. Wenn du also derjenige bist, dann kannst du dir auch sofort ein Beratungsgespräch sichern. Das wird der allererste Link unter dem Video oder unter dem Podcast sein. Und wir werden dann analysieren, wo stehst du aktuell und welche Schrauben solltest du anziehen, um mehr Gewinn zu machen, mehr Kunden zu haben, deine Firma, dein Unternehmen zu skalieren und sogar mehr Zeit zu haben, und natürlich auch den Unternehmenswert zu steigern. Du bekommst dann auch 3 Präsentationen. Einmal ganz konkret, wo diese 5 Hebel aufgezeigt werden. Mit natürlich auch Case Studies. Dann Punkt 2, wie man ein Unternehmen so systematisiert wie ein Franchise, auch wenn man kein Franchise ist. Und das Dritte, wie bereitet man eine Firma auf einen potenziellen Exit vor, beziehungsweise wie steigert man den Firmenwert und macht die Firma auch für potenzielle Kreditgeber oder auch Investoren interessant. Unsere zweite Zielgruppe sind dann Menschen, die in die Selbstständigkeit kommen möchten, beziehungsweise die Marketing lernen möchten, Vertrieb lernen möchten oder ihre eigene Prozessdigitalisierungs-, Systematisierungs- und Online-Marketing-Agentur aufbauen möchten. Das ist der zweite Link, da geben wir einen kompletten Businessplan raus. Wir bilden aber natürlich auch für Unternehmen ihre Marketing- und Sales-Human Resources aus. Und dann die dritte Gruppe, Menschen in die Selbstständigkeit helfen, die noch nicht Joberfahrung haben, die noch kein eigenes Unternehmen haben, die die ersten Schritte machen. Das ist unsere dritte Zielgruppe. Wenn du aber zum Beispiel ein Selbstständiger bist und du möchtest den Sprung machen zum Unternehmer, du brauchst einfach Lead-Generierung, Personalprozesse und sonstige Dinge, das ist natürlich auch alles im ersten und im zweiten Link enthalten und da kommst du dann zum gratis Beratungsgespräch. Das also ganz klar meine Story, zuerst eigene Unternehmen aufgebaut, dann Unternehmen beraten, dann mich an Unternehmen beteiligt, skaliert und verkauft und dann im letzten Schritt eine eigene Unternehmensberatung, primär für Unternehmen, die wir selber kaufen, aber eben auch für Externe, die unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchten. Dann befassen wir uns aber dann natürlich auch mit wirtschaftlichen Themen. Wo geht die Wirtschaft hin? Wo entwickeln sich gewisse Branchen hin? Und vor allem, was ist denn der größte Unterschied zwischen Deutschland und USA? Deutschland hat die meisten Marktführer, ist extrem fachkompetent. USA ist extrem unternehmerfreundlich und marketingkompetent. Bei fast allen großen amerikanischen Unternehmen kennt man die CEOs, die gehen offensiv nach außen. Und in Deutschland halten wir uns da eher zurück. Und wir möchten einfach in Deutschland ganz klar dem Mittelstand helfen, sich zu digitalisieren und sich optimal zu vermarkten, dass Deutschland eine starke Mittelschicht aufbaut, stark wird im internationalen Wettbewerb, das Bruttoinlandsprodukt steigert, den Export steigert und somit der deutsche Lebensstandard weiter erhöht wird. Die deutsche Mittelschicht muss gestärkt werden, Unternehmen müssen im Bereich Prozessdigitalisierung und Marketing stärker werden. Das wird sie innerhalb Deutschlands, aber auch außerhalb Deutschlands wettbewerbsfähiger machen und somit wird Deutschland im internationalen Wettbewerb stärker und der gesamte deutsche Lebensstandard wird nicht nur aufrechterhalten, sondern sogar noch verbessert. Und das ist unsere Vision, den deutschen Mittelstand, KMUs
im Bereich Marketing und Digitalisierung massiv zu unterstützen und dort einen neuen Goldstandard zu etablieren, wie es beispielsweise auch ein Goldstandard ist, dass man eine Ausbildung macht, wenn man zum Beispiel ins Handwerk geht. Natürlich werden wir auch politische Themen besprechen und auch teilweise neben fachlichen Themen auch kontroverse Themen, Mindset-Themen, alles Mögliche. Ich wünsche dir also über diesen Podcast sehr viel Spaß. Und in den ersten 10 Folgen wird es dir ganz klar sein, um was es hier geht. Und du wirst lernen, dein Unternehmen besser zu positionieren, dich und dein Unternehmen besser zu vermarkten. Du wirst stärker werden im Verkauf. Du wirst stärker werden, Mitarbeiter anzuziehen, Mitarbeiter auszubilden, dein Produktportfolio zu erweitern, deine internen Prozesse zu verbessern und vieles, vieles mehr. Wachstum, Skalierung, Unternehmertum für den Dachraum, für Deutschland im internationalen Wettbewerb. Ich bin Karl S. Viel Spaß beim Podcast. Abonniere all meine Social-Media-Kanäle, beide YouTube-Kanäle, den Podcast, aber auch Facebook. Komm in unsere Facebook-Business-Gruppe. Schau bei mir bei Instagram vorbei. Schau bei LinkedIn vorbei. Buch dir das kostenlose Beratungsgespräch, sicher dir die Downloads und Case Studies und profitiere von unserem Wissen. Bis dann, wir hören uns.